Liebe Bürgerinnen und Bürger, Highlights gibt es viele in den Straßburg-Wochen. Aber auch thematische und menschliche Tiefschläge, die man kaum glauben kann. Diese Woche war für mich eine Abstimmung ganz besonders wahnsinnig. Im Rahmen des Papiers Die Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen wurde ein Antrag gestellt, den ich natürlich für sinnvoll und für wichtig finde, nämlich das Parlament wollte auffordern, sich ganz aktiv an der Diskussion um den Begriff Klimaflüchtlinge zu beteiligen. Und wenn möglich, sollte eine tragbare, wirklich rechtlich eindeutige Definition gefunden werden. Für mich stand ganz klar fest, ich werde zustimmen. Es ist doch sinnvoll, den Begriff Klimaflüchtlinge endlich zu konkretisieren. Es ist doch sinnvoll, sich an einer weltweiten Diskussion auch als EU zu beteiligen. Und es ist doch sinnvoll, dass eine eindeutige Definition, was Klimaflüchtlinge sind, dann in völkerrechtlichen Verträgen oder bei internationalen Abkommen verwandt werden können. Ich dachte mir, dass das für alle im Parlament klar ist. Aber so kann man sich täuschen. Wir haben die Abstimmung verloren. 303 Abgeordnete votierten gemeinsam mit mir für diesen Antrag. Aber 387 sprachen sich dagegen aus. Und 4 wussten wohl nicht, auf welcher Seite wir waren. Sie haben sich enthalten. Kurz, heute vergebe ich nicht eine Zitrone, sondern 387 Zitronen hier im Parlament. Ich vergebe die Zitronen an alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die immer noch nicht den Knall gehört haben. Wir Industriestaaten zerstören seit Jahrzehnten das Klima. Andere leiden darunter. Und wir haben ganz klar jetzt die Pflicht, diese Auswirkungen auf die Völker wenigstens zur Kenntnis zu nehmen. Heute gibt es Zitronen fürs Wegschauen. Bayerisch konkret bedeutet es, alle 5 CSU-Europaabgeordneten sind in der Zitronengruppe. Niebler, Hohlmeier, Weber, Färber und Dess. Schämt euch.